Kennt ihr diese Assis, die sich mitten auf großen Conventions in Menschenmassen stellen und Dinge aufnehmen, die eh total wenig Klicks haben werden und alle regen sich darüber auf, dass man so viel Platz wegnimmt? Das bin ich. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. In dem Moment, wo ich das hier gerade aufnehme, ist Freitag 17 Uhr. Und an der Stelle möchte ich mich schon mal entschuldigen, dass das Video jetzt erst einen Tag später kommt. Ich hatte die Idee, ein Video auf der Gamescom zu drehen, nicht schon am Dienstag, am Pressetag, sondern erst heute, am Freitag. Und irgendwie ist das alles viel zu spät geworden. Aber dafür habe ich heute ein Special hier von der Gamescom mit wunderbaren Gamer-Witzen. Wie den zum Beispiel. Warum kann deine Mutter den Enddrachen in Minecraft nicht besiegen? Sie passt nicht durchs Portal. Super Mario hat mir beigebracht, was Lehrer nie geschafft haben. Finger weg von Pilzen. Vor allem die Schwarzen mit dem Totenkopf drauf. Ich wünsche mir für den Nintendo Switch so sehr den großen Steuersimulator mit Peter Zwegert. Fragt ein Typ seinen Kumpel. Also sein Kumpel ist ein Hardcore-Gamer, ne, so ein super Zocker. Hast du eigentlich eine Freundin? Und wenn ja, wie heißt die? Er sagt ja, natürlich habe ich eine Freundin. Sabrina.jpg. Wer zuletzt lacht, hat den höchsten Ping. Du weißt, dass du zu viel Call of Duty gespielt hast, wenn der DHL-Paketbote vorbeikommt und du denkst, dass in dem Paket C4 drin ist. Mit einem Apple-Produkt Videospiele zu spielen, ist wie mit einem Toaster Kaffee zu kochen. Was macht ein Creeper an einem warmen Sommertag? Den Rasen sprengen. Videogamer waren der Techno-Szene weit voraus. Als wir jung waren, schlängelten wir uns durch Labyrinthe, fraßen magische Pilze und waren mit elektronischer Musik umgeben. Und das bei Pac-Man. Steht unten was anderes, das triggert euch jetzt wieder, ne? Deine Mutter spielt Call of Duty mit dem Lenkrad und gewinnt. Deine Mutter dreht bei Tetris sogar die Quadrate. Echte Gamer reparieren nicht, sie modden. Was macht ein Holländer, wenn er die Fußball-WM gewonnen hat? Er macht die Playstation aus. Meine Lieblingsvideospielfigur ist der Lange von Tetris. Wenn du täglich dein Haus mit Go, Go, Go verlässt, dann spielst du eindeutig zu viele Ego-Shooter. Der Satzbau eines Gamers. Subjekt, Prädikat, Beleidigung. Die beste Aussage im Teamspiel ist immer noch, wenn ich jetzt sterbe, dann töten die mich. Und weil mir am Ende dieser langen Reihe echt die Witze ausgegangen sind, deine Mutter fängt Raupi mit dem Meisterball. YouTuber, like und abonnier, YouTuber.